Sven Martinek und Ingo Nau Joks. Gleich in der Harald Schmidt Show. Helmut Scherlet und Ben. Ich freue mich jetzt sehr auf zwei sehr geschätzte Kollegen, zwei wunderbare Schauspieler gehen in die zweite Staffel ihrer sehr erfolgreichen Vorabendserie in unserem geliebten ersten deutschen Fernsehen. Die Serie heißt Morden im Norden. Herzlich willkommen Sven Martinek und Ingo Nau Joks. Hallo. Hallo. Bitte schön. Euch kann ich mal eine Frage stellen, die ich eigentlich kaum einem Gast stellen kann. Wie geht's den Kindern? Welchen? Unseren, weil also wie es meinen geht, weiß ich. Wir haben mehr davon. Ich habe nachgezählt, wenn ich mich nicht erzählt habe, wir haben zusammen 15 Kinder. Also nicht wir zusammen, aber, sechs Kinder, vier Kinder, fünf. Wow. 15 Kinder. Das heißt, die Adams Family. Ja. An uns liegt's nicht. An uns liegt's nicht. Hat aber Spaß gemacht. Ja. Und den Kindern geht's gut. Alle wohlauf? 100%. Ja. Deine Tochter, ja, eine. Wie viele Töchter hast du? Wie viele Söhne? Ich habe vier Töchter, zwei Söhne. Vier Töchter, zwei Söhne. Ja. Und eine Tochter ist jetzt groß eingestiegen als Sportreporterin. Ja, macht die ja schon fast ein Jahr jetzt. Ja. Und hat, das war ein Wettbewerb, den Sky ausgeschrieben hat? Ja, glaube ich, unter 2700 Leuten hat die sich da durchgesetzt, ja. Ja. Ist Nummer eins geworden und erfolgreich. Ich habe sie letztens kennengelernt beim Fotoshooting, das wundert mich nicht. Ein ganz großartiges Mädchen, ja. Großartig, ganz klar. Wie ist die Stimmung bei euch am Set? Man hört immer, wenn so Schauspieler sozusagen als Duo unterwegs sind, ja, irgendwann tritt dann doch so eine Konkurrenzsituation auf, oder man fängt an zu sagen, ich mag den anderen sehr, aber liebevoll gemeinte Kritiken. Ihr macht den Eindruck, als ob es bei euch gar nicht gibt. Ein Stück weit stimmt das, ja. Wir sind ja erstmal, der Realität Genüge zu tun, eigentlich fünf Ermittler eigentlich, ne? Ja. Mit einer Büroleiche sozusagen. Ja. Und da verschieben sich die Aggressivitäten natürlich gerne auch mal so untereinander in positiver Form. Also Sven und ich sind da irgendwie als die zwei Testosteronbullen immer weit vorne weg. Und mit den anderen verschieben wir uns aber trotzdem auch recht gut. Ja, und aber das Gute bei uns ist, wir können uns halt so schön ergänzen. Ne? Er sagt dann, mach doch mal so, mach doch mal so. Und dann kann ich sagen, nee, dann reagier mal lieber so. Und da reagieren ja viele empfindlich. Und das funktioniert bei uns wenn wunderbar. Man den Kollegen sozusagen während des Drehs einen Tipp gibt oder so. Ja, das ist ein super kreativer Prozess zwischen uns. Ja, also, ja das ist nicht üblich. Also wie schon gesagt, da kommt ein Kollege und der verändert den Text vielleicht ein bisschen, weil er vielleicht denkt, das ist vielleicht besser. Der Gegenüber ist komplett schockiert, bricht den Dreh ab, weil er so, das hat er nicht gelernt. Und da kommt er nicht mehr zurecht. Und ja, schon ist der Wurm drin. Also, ne? das gibt es wirklich, den Satz. Ja, den Satz habe ich nicht gelernt. Oh. Ja. Leute, die sich sklavisch an das Textbuch halten? Ja. Ihr sprecht einfach von einem konkret oder wie? Ja, aber ihr nennt keine Namen. Nein. Heute bitte einmal so, wie es da steht. Einmal. Keine Textänderung. Ehrlich? Das ist geil. Ja. Ah, und da wird dann auch geprobt und dann muss der Gang genauso kommen. Ja, und, Das ist ja kameratechnisch. Ne? Die fahren ja einmal so, wie sie dich auch gerne sehen möchten. Wenn du plötzlich in deiner rechten Ecke stehst und die Kamera guckt in den linken, wie es geprobt war, ist natürlich doof für alle beteiligt. Ist natürlich Weg ist er. Für den Zuschauer auch schwierig. Wobei, ihr habt ja ganz unterschiedliche Werdegänge. Du warst auf der berühmten Ernst-Busch-Schule. Ja. Und du hast sozusagen im Do-it-yourself-Verfahren? Ja, ich hatte mal auf der Schauspieler gleich wieder nach Hause geschickt. Ja, ich habe Robert De Niro Taxi-Driver vorgesprochen. Du willst mich ficken? Und da war Ende. Was hast du gesagt? Du willst mich, also auf jeden Fall haben sie mir gesagt, und man hat analysiert, ich hätte nicht genug Ernsthaftigkeit für den Job und haben mich wieder nach Hause geschickt. Wirklich? Ja. Welche Schule war das? Die Bochumer Schauspiel. Die sind aber doch normalerweise, vielleicht hat sich da auch was geändert. Ich glaube, ich war so dermaßen beeindruckend, dass da gar nichts anderes übrig blieb, als sie wegzuschicken. Wann geht's wieder los mit der zweiten Staffel in der Ausstrahlung? 2. April starten wir mit einer Doppelfolge. Ich glaube, wir fangen mit einer Doppelfolge an. Nach Ostern? Nach Ostern. Ja, 2. April nach Ostern. Ist der Dienstag nach Ostern. Richtig. Ja, mit einer Doppelfolge, eine von ihm und eine von mir. Nein. Ja, und es ist wirklich schön, wie ihr zusammenspielt mit der Kollegin. Naja, man muss ja dazu sagen, du warst ja mal mit ihr verheiratet. Ihr seid Ex-Ehepartner. Sie war mal meine Jugendliebe, jetzt sind wir wieder zusammen. Ja. Also jetzt kommen mal Butter bei den Fische. Ja, ja. Alle auf einem Revier, alle beschäftigt mit denselben Fällen. Jeder möchte dem anderen natürlich irgendwie zeigen, dass er, ne, und
und so weiter. Ja. Und so. Ja. Es gibt also auch menschliche Tragödien, genauso wie es kriminalistische Tragödien gibt. Hauptsache, es gibt keine schauspielerischen Tragödien. Das ist aber es ist ja bei euch sozusagen nicht so, dass man sich in vorderster Linie auf die Komik setzt, oder was? Sondern der Krimi steht schon im Vordergrund. Das wollten wir auch immer. Also entweder entsteht so eine Situationskomik. Ich finde es immer furchtbar, wenn man sagt so, komm, wir müssen heute komisch sein. Ja. Das funktioniert selten. Und wenn man am Set viel lacht, lacht draußen dann oft keiner mehr. Das ist es. Das Komödie ist, so. Ist, wenn oben mehr gelacht wird richtig, als unten. Richtig, richtig. Und wir, genau, das ist der Punkt. Ja. Ja. Umgekehrt, aber ist egal. Egal so. Ja. Jedenfalls haben wir uns mehr auf Krimi konzentriert. Und die anderen Sachen entstehen halt, wie solche Sachen und so, wo er dann so eifersüchtig wird und so. Und wo wir uns da so ein bisschen befrotzeln. Also ich so. Hoffe auch, dass das unsere große Chance ist. Weil es ist ja oft so, dass wir so vorhaben, Krimi und so, jetzt immer so ein kleines bisschen so in diese Situationskomik gezogen wird. Ja. Der Polizist fällt über seine eigenen Beine und findet dann zufällig eine Leiche. Und es ist nicht unser Ding. Also wir wollten wirklich auch mal wieder Krimi spielen, auch Spannung spielen. Und ich hoffe, dass aber ihr wisst, woher das kommt? Das kommt aus der Marktforschung. Weil der Krimi geht in die Marktforschung und dann sagt die Marktforschung, die Zuschauer wollen da lieber was lachen, könnte der Kommissar mich mal über die eigenen Beine stolpern und dann eine Leiche finden und dann wird das reingeschrieben. Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. Nee, ich glaube das wirklich. Also, die Marktforschung ist wahnsinnig wichtig für solche Serien. Wir sind ja mittlerweile dermaßen Opfer von außen, also von Analysen von außen, dass wir ja schon, am liebsten schon sagen, dann mach's doch selber. Ne? Ja. Wenn es besser könnt, verflucht normal. Richtig. Wie ist die Stimmung? Zugriff. Ja, das ist toll, Zugriff. Ja. Wenn das SEK da ist, oder wie? Zugriff, ja, toll. Ich hab ihn hier. Zugriff. Ja, wir wollen ja nur spielen, wir sind ja Spieler. Ja. Wie Cowboy und Indianer früher. Ja, aber wir tun nichts, wir wollen nur spielen. Entschuldigung. Wie ist die Situation für Schauspieler? Wie ist der Markt für Schauspieler? Mein Eindruck ist, es wird härter. Frag die Marktforschung. Nee, das sage ich, wenn ich den Eindruck habe. Ich habe den Eindruck, wir haben drei Schauspieler. Und wenn Ferris mal krank ist, dann wird eine Woche schwarz gezogen. Also das heißt, es gibt so einen Markt, wo es auch gerade für jüngere Schauspieler wesentlich härter ist, noch mal Fuß zu fassen. Absolut. Also wir merken das ja auch an Kollegen, die dann so, also die nichts mehr zu tun haben und so. Also das ist extrem hart geworden. Viele Produktionen sind eingebrochen, wurden eingestellt. Es ist kein Geld mehr da und so. Ich frage mich auch mal, wo das Geld eigentlich hin ist. In die Marktforschung gesteckt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee, aber es ist wirklich tatsächlich härter geworden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal anfangen wollte. Man sagt ja beim Film, wie viele Minuten werden sozusagen pro Tag gedreht. Und wie viel dreht ihr? Also im fertigen Film ist es dann im Ergebnis wie viel? Ja, wir sind die echten Killer. Wir haben schon echt 10, 11 Minuten am Tag. Früher hat man 3, 4 geschafft oder gemacht? Ich kenne es aus der DEFA-Zeit. Da hatten wir 36 Drehtage für einen Spielfilm mit 3 Minuten am Tag wurden gedreht, ne? Heute unmöglich. Also ein Tatort mit 20 Drehtagen oder so. Ne? Also da legt eine Schweigerminute ein, der hat ein bisschen mehr. Hey, der hat mehr Drehtage. Und ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ja. Aber das ist ja. Wie war der Tatort mit Til Schweiger? Habt ihr angeguckt? Ja, klar. Ja. Also ich bin derjenige, der einfach sagen muss, jedermann hat einen Geschmack. Ein richtiger Tatort im Sinne von dem guten, traditionellen Tatort war es nicht mehr. Aber er hatte das, was die Marktforschung gerne sieht. Er hatte Einschaltquote, er hatte Inspiration und er hatte... Sie haben junge Zuschauer geholt. Ja. Also, letzten Endes, das ist ja das Ziel, so was sie mal wollen. Also, Ziel aber erreicht. Ja. Und das heißt, dann denke ich aber auch sozusagen auch professionell für den Kollegen mit. Absolut. Und das ist mir nicht davon und sagt, der befeuert das ganze Produkt, absolut, die ganze Branche. Ja. Ich muss auch offen zugeben, dass es eben halt auch doof ist. Man muss ja nicht Til Schweiger-Fan sein, aber ich finde es halt auch blöd, wenn andauernd Til Schweiger-Feind ist. Das muss auch nicht sein. Ja, aber ich kenne kaum Til Schweiger-Feinde. Ja, für mich ist das oft so wie bei diesen Gute Zeiten, Schlechte Zeiten-Show. Die sind eine der erfolgreichsten Soaps, aber niemand hat sie gesehen. Ja. Und bei Til Schweiger, ein super Kinofilm, aber keiner war drin. Ja? Also das ist schon seltsam. Das ist wie mit Gina Wild, ne? Ja. Hey! Ja. Das heißt, sind schon alle Folgen für die Staffel jetzt abgedreht? Für die jetzige, ja. Ja. Jetzt bis vor 3 Wochen haben wir gedreht. Ja, genau. Und jetzt sitzen wir natürlich alle im Schweiß und tupfen uns die Stirn, ob wir vielleicht wieder in die dritte dürfen. Quote. Ach so, wirklich? Jetzt haben wir es ja kapiert. In der ersten Staffel haben wir noch gesucht. Ja. Wer sind die Figuren, wo gehören die hin, wie funktioniert das alles? In der zweiten haben wir es geschnallt. Und jetzt, wenn die dritte durchgewunken werden würde, dann werden wir endlich darüber hinkommen. Dann könnten wir endlich das machen, was wir kapiert haben, was wir jetzt können. Verstehe. Bis wann wird das entschieden? Naja, ich glaube, so nach den ersten 4 bis 6 Folgen, denke ich mal. So viel, müssen sie schon machen, glaube ich. Ich glaube ja, dass das so ist. Also den April müssen wir abwarten. Ne? Ja. Sitzt man da nicht wie auf Kohlen, wenn man nicht weiß, ob es weitergeht? Ja, klar, aber das ist immer wie so ein Damoklesschwert, die Quote, wo man sagt, haben wir ein bisschen mehr, wie ist es denn jetzt, wie ist denn die Tendenz und so. Ja. Klar macht man sich Gedanken. Und wer teilt
das euch mit? Kommt da irgendwie ein Redakteur, der sagt, ich habe so für euch gekämpft? Oder erfahrt ihr es aus der Zeitung? Oder wie? Ich kriege so ein Buschfeuer mit, also auf der Buschtrommel. Ach so, ja, ja. Aber ja, du siehst ja, wie wir beide hier sitzen und darüber sprechen, weil die Frage vorhin, die du gestellt hast, wie ist das denn mit dem Job oder so? Ja. Man denkt immer so, Klagen auf höchstem Niveau, aber so eine Serie ist natürlich toll. Man kann mal seine Zeit planen, man kann mal zur Familie sagen, du, ich drehe jetzt so und so viel, danach können wir vielleicht mal 2 Wochen Urlaub fahren. Ja. Was für die Familie ja Digga, schön soll ich sein kann. Ja. Wir machen weiter. Ja. Wir machen weiter. Ja, oder wir machen weiter. Natürlich auch ein Schicksal. Die Serie geht weiter, aber ohne einen selbst. Oh! Marktforschung. 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 Eine gute und schlechte Nachricht. Ja. Wir machen weiter, aber ohne dich. Sorry. Ja, oder was ist, sag mal, geht es denn weiter? Ja, die drehen schon. Oh. Ja. Mir hat ein Schauspieler gesagt, er hat mit einem gedreht und der wurde ganz flatterig gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr. Und er sagte, wieso bist du nervös? Sagt er, wenn wir nicht rechtzeitig aufhören, ja, ich muss seinen Flug selber bezahlen, um bei dem Dreh dabei sein zu können. Und dann verfällt mein Flug, dann muss ich sozusagen nochmal auf eigene Kosten, obwohl ich eh schon nichts verdiene. Ist das irre, meine Damen und Herren? Das ist echt irre, oder? Aber wirklich, so eine Geschichte läuft da. Es ist echt irre, das ist verrückt. Früher war es irgendwie so, da hat man sich noch gefragt, na, wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Gut drauf heute? Und heute sind die ersten beiden Sätze, die am Telefon hörst, kommt der Neujahrs halbe Gage. Wirklich? Ja, ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung tendiert es halt. Ja. Wir sind ja in der Harald Schmidt-Show und nicht bei Plus Minus, deswegen... Ja. Soll es ein bisschen komödiantisch jetzt angehauen. Ja, aber es ist schon so in die Richtung, weil die Leute ja immer denken, die Schauspieler fahren die Kohle mit dem Gabelstapler nach Hause. Ja. Die Zeiten sind auch, glaube ich, also zumindest für mich noch nie da gewesen. Ja, es sind die Controller. Die Controller sind am Drehort und sagen, Leiche, muss der Schuss wirklich sein im Krimi? Genau. Ja. Und der Schauspieler, der Kommissar ist, der dann sagt, ich muss die Waffe, zieh die Waffe, worauf der Schauspieler eine halbe Stunde dasteht und sagt, ich brauche eine Motivation, um die Waffe zu ziehen. Die Motivation ist, wir wollen früh Drehschluss haben und es steht im Drehbuch, mehr Motivation braucht man nicht. Ja? Genau, ja, die Frage. Ja. Und wie komme ich da zur Tür, geh doch hin. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe da keine Motivation für. Ja, aber das gibt es auch bei den Großen. Habe ich als Marathonmann gedreht wurde, hat Dustin Hoffmann gesagt, er muss, weiß nicht, wie er das spielen soll, wenn ihm Laurence Olivier alle Zähne aufbewirrt. Ja. Er kennt das Gefühl nicht und so. Und da hat ihm Laurence Olivier gesagt, spiel's doch einfach. Ja. Manche sind die einfachsten Tipps die besten, ne? Ja, auch in diesem Fall. Ja, also Dienstag, 2. April, Doppelfolge, 18 Uhr. 30, glaube ich. 30 ist die, geht die erste los, ja? Ja, genau. Und 18.32 Uhr die erste Werbung? Nein, ja. Also, so schlimm. Ja, das muss sein. Ja, sicher. Marketing. Ja, Marktforschung. Marktforschung. Und dann kommt die Doppelfolge und dann ist es Woche für Woche eine Folge. Immer Dienstags? Ja, immer Dienstags. Pierre, du bist dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Und das ist aber in der Mediathek zu sehen, oder? Ja. Zugriff. Kann man immer in der Mediathek sehen. Ja. Ja. Aber auch schon wieder natürlich Killer-Argument. Die Quote wird nicht gemessen in der Mediathek. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ne? Warum diese Quote? Aber gut. Aber frag mich nicht. Frag mich nicht. Bin ich der Papst? Ich glaube, bei eurer Serie spricht die Qualität. Schauspielerisch auf jeden Fall. Hoffentlich. Und ihr habt da auch wahrscheinlich eine Fangemeinde schon und... Ich drücke die Daumen, dass es dann 3., 4., 5. weitergeht und eines Tages wie Stefan und Harry mit dem Satz, die Geschichte ist jetzt auserzählt. Toto und Harry. Ja. Okay, dann wurde Gottes Gehörgang. Vielen okay, Dank. 2. April. Drücke die Daumen und freue mich, wenn ihr wieder mal hier vorbeischaut. Großartig, gerne. Ja? Großartig, sehr gerne. Immer wieder gerne. Meine Damen und Herren, Dankeschön. 2. April, Doppelfolge. Sven Martinek, Ingo Naujoks. Wir machen eine Woche Osterferien und sind auch wieder da am 2. April. Deswegen wusste ich, dass es Dienstag ist. Ja.